Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benny und in diesem Video soll es mal um das stärkste Limit im gesamten Game gehen. Das Limit, mit dem du am meisten Schaden verursachen kannst. Vielleicht nicht ganz so unwichtig für dich, falls du hier den Durchgang auf schwer beispielsweise in Angriff nimmst oder die verschiedenen knackigen Herausforderungen im Kampfsimulator. Ich habe hier alle Limits genau unter die Lupe genommen, habe hier alle genau verglichen und das Ergebnis schauen wir uns jetzt mal an. So, bevor das Ganze hier startet, eine Info vorab. Insgesamt gibt es natürlich zwei Limits mit jedem Charakter, dementsprechend 8 Limits insgesamt, aus denen man hier auswählen kann. Die beiden Limits mit Aris konnte ich hier leider nicht in die Bewertung mit einfließen lassen, da es ja hier wirklich um den maximalen Schaden geht, den du dementsprechend ganz gerne verursachen möchtest. Das eine Limit mit Aris heilt eine mittlere Anzahl an TP von allen Gruppenmitgliedern und das zweite Limit von Aris macht dich für eine kurze Zeit immun gegen physische Attacken. Kann natürlich hier auch sehr, sehr sinnvoll sein in dem einen oder anderen Bossfight. Aber da es hier natürlich um den maximalen Schaden geht, ist Aris hier dementsprechend leider raus. So, dann schauen wir uns mal die 6 verschiedenen Limits an. Das leider mit Abstand schwächste Limit ist die Granate von Barret, das erste Limit. Verursachst du wirklich hier nur minimalen Schaden mit. Du kitzelst hier maximal den Gegner ein bisschen. Ich hatte jetzt hier als Versuchsobjekt immer den Bomber aus dem Kampfsimulator. Du siehst, bis knapp vorm R, also wirklich nur minimal Schaden. Juckt ihn auch nicht so wirklich. Kein besonders empfehlenswertes Limit. Platz 5 ist der Salto mit Tifa. Dementsprechend das erste Limit von Tifa, das du auswählen kannst. Schon ein bisschen mehr Schaden, schon ein bisschen besser natürlich das Ganze. Geht hier knapp bis zum B von dem Bomber. Also schon deutlich stärker als das Limit von Barret auf Stufe 1. Aber immer noch nicht wirklich gut, muss man sagen. Jetzt hier das erste Limit von Cloud. Platz 4. Der Kreuzschlag. Sehr, sehr ähnlich dem Limit von Tifa. Dem Salto vom Schaden her. Siehst du, geht hier auch ungefähr bis zum M. Ist auch schon okay, aber gibt natürlich noch deutlich bessere. Jetzt kommen wir hier zum dritten Platz, zur Bronzemedaille. Das ist das zweite Limit mit Barret. Das ist die Katastrophe. Die Animation natürlich hier sehr, sehr cool, finde ich persönlich. Sehr, sehr gelungen hier von dem Limit. Allerdings schadenstechnisch, ja, gibt es noch zwei deutlich bessere, muss man sagen. Werden wir uns jetzt hier anschauen. Also hier geht es auch knapp bis zum M. Dafür, dass es das zweite Limit ist, nicht wirklich empfehlenswert. Jetzt hier die Silbermedaille, der Atomisator mit Cloud, zweite Limit von Cloud. Du kannst dir die verschiedenen Limits natürlich dann dementsprechend die zweiten Limits im Kolosseum freispielen mit den verschiedenen Charakteren. Hier knallt es jetzt schon ganz gut rein, auch eine sehr, sehr coole, relativ lange Animation. Hier geht der Schaden jetzt schon ungefähr bis zum B, zum ersten B vom Bomber. Also deutlich mehr Schaden schon als mit den anderen Limits. Und hier die absolute Goldmedaille. Das absolut stärkste Limit ist der Delfinschlag mit Tifa. Also wenn du Tifa hier in der Party hast, die Limits ausführen kannst, gegebenenfalls schon mit der Götterdämmerung, falls du die verschiedenen Kämpfe im Kampfsimulator beendet hast, hier den Durchgang auf schweren Angriff nimmst, würde ich dir immer natürlich das Limit mit Tifa empfehlen in Verbindung mit der Götterdämmerung. Bis weit vom B, das mit Abstand stärkste Limit. Ja, das war's auch schon von mir. Jetzt weißt du auf jeden Fall, welche Limits zu gebrauchen sind und welche dementsprechend nicht. Wie immer über ein kostenloses Kanal-Abo oder auch über ein Like würde ich mich tierisch freuen. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.